Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben Kakariko wieder von den Schatten befreit und müssen jetzt zu den Goronen. Denn dort ist der nächste Schattenkristall. Aber die lassen keine Menschen rein. Das macht die Sache wieder ein bisschen, nun ja, komplizierter. Aber okay, wir müssen es versuchen. Vielleicht können wir die ja überreden. Indem wir nichts sagen. Link redet ja nicht. Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volks der Goronen. Wer hier eindringt, der wird's bereuen. Hey! Na? Hilfe! Autsch. Du Schwächling, so kannst du gegen einen Goronen nie etwas ausrichten. Ist dir das klar, dann mach, dass du von hier verschwindest. Mit, ne? Der Schattenkristall auf deinem Berg, bla bla bla. Also ja, so wird das nix. Ah, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst, da musste ich dir einfach folgen. Aber sag mir, Link, du willst doch nicht etwa zu den Goronen am Todesberg? Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren und jemandem, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Goronen zu verdienen. Sein Name ist Boro. Genau, der Bürgermeister deines Heimatdorfes Ordon. Den meine ich. Du sollst ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen, aber zu Fuß durch Ebenen voller Menschen. Monster, das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen. Aber die Eltern in Ordon sollen sich keine Sorgen machen. Sag ihnen das. Okay, da geht's ja wieder raus, aber... das Tor ist zu. Und Blut verschmiert. Okay. Das beunruhigt mich ein bisschen. Wen haben wir denn da? Epona! Was ist denn mit dir los? Alles gut. Geht doch. So, da haben wir jetzt einfach aus dem Nichts unser Pferd wiederbekommen. Ist doch schön. Gar nicht mal so schlecht. Damit kommst du doch viel leichter in dein Dorf zurück, oder? Na los, mach dich auf den Weg. Du hast etwas zu erledigen. Schon vergessen? Da fällt mir gerade auf. Midna reitet Link. Und Link reitet Epona. Heißt das, Epona reitet Midna? Okay, das wird jetzt hier wieder viel zu krass, was ich sage. Obwohl, das wäre eine...
Oh, schon wieder dieser Opfer. Dieses Opfer. Hallo Link, ich habe Post für dich. Tante. Dieses komische Huhn aus dem ersten Dungeon. Die werden wir auch noch öfter begegnen. Der Mann, was habe ich denn heute mit meiner Grammatik? Ist ja kaum auszuhalten. Ich freue mich wirklich, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Für mich geht die Reise weiter. Die Welt ist zu groß, um an einem Ort zu verweilen. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt siehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann mal wieder. P.S. Ich habe dir noch gar nicht von meinem Liebling erzählt. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, stelle ich ihn dir vor. Er ist ein guter Junge, der auch als Item verwendet werden kann. Ich bin gespannt, richtig gute Freunde werden. Ja. Dazu kommen wir dann später nochmal. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Ordon. Und ich liebe diese Musik. Bam. Warte, gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Irgendwie bezweifle ich das. Nein, tue ich nicht. Sieht schon schön aus in HD, muss ich sagen. Da scheint es generell nicht weiter zu gehen. Von dort kommen wir. Da bleibt ja nur noch der Weg dahin. Obwohl, nee, da ist ja gar nichts, sehe ich auf der Karte. Doch, von hier kommen wir. Dann müssen wir da lang. Nee, warte, das geht doch gar nicht. Karte? Nee, doch, da hinten ist noch ein Weg. Den habe ich gar nicht gesehen auf der Karte, dort unten links. Oh. Während ich auf die Karte geguckt habe, hat mich dieser Trottel angegriffen. Ja, das sieht schon etwas richtiger aus. Oder? Nein. Nein, tut's nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt finde ich den Weg zurück nicht. Stimmt, die Brücke, die wir geholt haben, sah ja auch nochmal anders aus. Hier können wir nicht hin. Da hinten war nicht der richtige Weg. Und von dort kommen wir. Hä?
Was soll das denn jetzt? Aber nee, wartet. Von dort, wo wir gerade waren? Ey, nervt mich nicht, ich brauche Zeit zum Überlegen. Die Sache ist, sie auf der Karte sehe ich halt. Seht ihr auch? Das. Hier. Ah. Dreh dich um. Da lang. Dass hier der Weg auf der Karte eingezeichnet ist. Oh, ich bin dumm. Warte, wir müssen nochmal zurück nach Kakariko. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das sagen die einem aber auch nicht. Mensch, Epona, das ist so nervig mit der. Der einzige Vorteil von Epona ist, dass man mit der schneller ist. Aber ihr erwartet nicht, dass ich die in diesem Let's Play allzu oft benutzen werde. Oh. Die hat so eine schwammige Steuerung im Gegensatz zu Link. Wo war nochmal der Weg? War das links oder rechts? Mann, das verwirrt mich. Immer total. Mit der Spiegelung. Springen verboten, keine Haftung für Unfälle. Mir doch egal. Was ist das überhaupt für ein Weg? Wer macht denn seine Häuser so weit oben, dass man auf die Häuser von anderen Leuten klettern muss, um dort überhaupt hinzukommen? Warte, wo sind wir hier? Was ist das? Frei für jedermann, erfrische dein Herz mit deinem heißen Bad. Kann man da unten doch auch machen? Hm. Keine Ahnung. Dann war es die andere Seite. Nee, warte, das ist auch wieder falsch. Da oben müssen wir hin. Autsch. Oh nee, wartet. Das Geschäft ist doch eigentlich sogar gleich hier, ne? Burns Bombodrom. Lager, mein Schießpulver. Was war das? Verdammte elende Biester. Ja, das Haus, ne? Sorry, was soll ich denn dagegen tun, ne?
meine, die haben es ja nicht anders gewollt. Die kamen da ja nicht sonst raus. Ich musste das ganze Haus abfackeln. Da war mal das Haus. Was haben wir denn hier drin? Gucken wir einfach mal überall rein. Rubine. Sehr schön, warum nicht? Was ist denn hier oben? Warum kann man hier hochklettern? Keine Ahnung, aber hier hat man eine sehr schöne Aussicht auf Kakariko. Ja, wie komme ich jetzt an die Bomben ran? Das ist eine gute Frage. Die hält aber eine Menge aus. Andere Menschen wären da jetzt schon tot. Also, ist ja jetzt keine Frage. Ich brauche Bomben, um zurück nach Ordon gehen zu können. Aber wie war das nochmal? Mann, ich habe das vergessen. Das kann doch nicht sein. Feuergefahr, Lampen strengstens verboten. Hä? Wir finden das noch raus. Schauen wir uns mal die Ruinen dieses Hauses da genauer an. Achtung, betreten verboten, Burns. Boah, es ist schon so lange her, dass ich den Anfang dieses Spiels gespielt habe. Habe ich ja schon mal in The Wind Waker HD gesagt, dass ich habe das Spiel erst gesuchtet. Dann habe ich einmal eine sehr, 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 sehr lange Pause eingelegt. Und dann nochmal gesuchtet. Und das heißt, dass ich den Anfang des Spiels, dass das so lange her ist, seit ich den gespielt habe, dass das fast schon wieder blind ist. Okay, irgendwie auch nicht. Ich weiß das meiste noch, aber so kleine Sachen wie das hier ist aus meinen Erinnerungen verschwunden. Midna sagt ja auch irgendwie nichts. Ja, ich muss nach Ordon zurück, aber der gibt mir ja keine Bomben. Ich weiß auch, was ich machen muss, sobald wir in Ordon sind. Aber wir müssen ja erstmal dahin. War da nicht auch irgendwas mit einem Brief? Ich meine, man hätte irgendwann mal einen Brief von dem bekommen. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal, ob der Postbote nochmal kommt.
Nee, irgendwie anscheinend nicht. Ey, ich hab's vergessen, tut mir leid. Die sind jetzt aber auch ein bisschen kryptisch. Muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe und jetzt immer noch nicht weiß, was ich tun muss. Ja. Ich meine, Leute, die dieses Spiel zum ersten Mal spielen, was sollen die denken? Ne? Die denken, oh, da kann ich jetzt noch nichts machen. Der gibt mir nichts. Gib mir verdammt nochmal Bomben. Es ist gefährlich, du kannst doch hier im Laden nicht einfach Feuer anmachen. Gib mir Bomben. Ich bin am Überlegen, was musste ich nochmal machen? Wie soll ich darauf kommen? Keine Ahnung. Es gibt halt einfach keine Hinweise darauf, was man machen muss. Das finde ich schlecht. Vielleicht war in diesem Haus ja nochmal was, ich weiß es nicht mehr. Naja, was suche ich hier in diesen Vasen? Okay, dort ist noch eine Kiste, sieht mir aber eher nach etwas aus, wo ein Herzteil oder so drin versteckt wäre. Nicht etwas, was man braucht. Wo soll ich denn jetzt sonst hin? Du sag mir nochmal was. Ja, der sagt mir, geh nach Ordon. Ich kann nicht nach Ordon, weil ich keine Bomben kriege, weil dieser Typ da zu depressiv ist, um mir welche zu verkaufen. Ah, muss ich nachgucken, tut mir leid. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Tschüss.